Baby weint, wenn ich singe. Katze beißt, wenn ich singe. Oh Gott. Oh Gott, ey. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich mir was ganz Interessantes überlegt und zwar möchte ich heute die häufigst gestelltesten Fragen bei Google beantworten. Und zwar bin ich echt total gespannt, was da für Gesangsfragen im deutschsprachigen Raum rüberkommen und wie wir die natürlich kurz und knapp beantworten können. Für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Tanja Devi. Ich bin zertifizierte Gesangslehrerin, Studioinhaberin hier in Singapur und auf meinem Kanal dreht es sich rund ums Singen und Singen lernen. Und jetzt nochmal ganz kurz vorweg. Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanjalevivocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanjalevivocalstudio.com. Ich gebe jetzt mal einfach ein, wie singe ich? Und da haben wir schon einige Sachen und zwar, wie singe ich richtig, wie singe ich besser, was sage ich ihm, wie sage ich ihm meine Gefühle, nein, das hat jetzt natürlich nichts, sondern, okay, cut, cut, cut. Ja, wie singe ich richtig? Diese Frage kann man jetzt natürlich super vielfältig beantworten. Ich versuche das jetzt mal kurz und knapp zu halten. Erstmal eine gute Grundlage zu haben, ist schon mal das A und O und das bedeutet also erstmal Töne treffen. Weil es nützt ja nichts, wenn du wirklich schief und krumm irgendeinen Song singst, dann brauchst du ja eigentlich auch gar nicht singen. Das zweite wäre jetzt natürlich die richtige Atmung. Denn an der Atmung können viele Probleme hinterher entstehen. Ne? Man kann dann teilweise flat werden, man kann die Töne nicht mehr vernünftig halten, man kann auch abbrechen zwischendurch beim Singen, weil da einfach ein zu großer Luftdruck dahinter ist. Man kann auch, wenn man zu viel Luft hat, kann man die Stimmbänder auch nicht vernünftig schließen, weil es dann die ganze Zeit so hauchig klingt. Also da fällt und steht ganz viel mit der richtigen Atmung. Das heißt, schau doch mal da nochmal in meine Videos rein, und zwar, wie atme ich richtig. Eins der Sachen, die extrem wichtig sind, aber irgendwie nicht so häufig vorkommen, ist der Gaumensegel. Weil ganz häufig hängt der Gaumensegel und dadurch klingen wir halt sehr nasal. Da kann so eine Nasalität entstehen, die wir nicht wollen, ja. Und dadurch wirken und werden auch die Töne flat. Ne? I'm on the air, oh glory, and I'm happy birthday to you, happy birthday to you. Da hängt jetzt mein Gaumensegel, da hängt jetzt der Gaumensegel. Und das ist eben ganz wichtig, dass man immer schaut, das gehört auch mit zum richtigen Singen. Genauso wie eine gute Zungenposition, dass man nicht verspannt ist mit den Muskeln. Ne? Ganz viele Muskeln von außen und innen können zur Verspannung führen, können auch dazu führen, dass man drückt. Wichtig ist auch, den Unterschied zu verstehen zwischen ich drücke jetzt mit meinen Stimmbändern und mit den falschen Taschenfalten und ich drücke jetzt nicht. Also das heißt, im Englischen heißt das ja Straining, drücken, und dass man diese Unterschiede versteht. Ne? Drücken, Stimmbänder und Taschenfalten, nicht drücken, Stimmbänder sehen ganz frei, ganz bequem, alles ist okay. Was auch ganz wichtig ist, ist eine gute Haltung, dann natürlich aus dem Zwerchfell arbeiten. Wichtig ist natürlich mit dem Zwerchfell arbeiten, ein Körperbewusstsein haben, verstehen, dass größere Muskeln beim Singen uns unterstützen. Und ja, da kann man jetzt also noch mehr und noch mehr sagen, aber ich glaube, wir halten es jetzt mal bis hier. Wie singe ich aus dem Bauch? Ja, das ist so ein Mythos, das benutzen wir gerne so umgangssprachlich, ne? Also manchmal hilft das auch, wenn man gerade mit Kindern arbeitet, dass man so ein bisschen metaphorisch arbeitet. Das mache ich auch und das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Was man aus dem Bauch sehen kann, man ja im Grunde genommen nicht, weil, ja wie, das geht ja eigentlich nicht. Aber was wir damit sagen wollen, was Gesangslehrer damit sagen wollen, ist, dass man da die Unterstützung aus den Bauchmuskeln, aus dem Zwerchfell bekommt. Das Zwerchfell trennt ja den Bauchraum vom Brustraum. Es ist ein ganzer Muskel, der einmal durchgeht. Und aus dem Bauch singen bedeutet das Zwerchfell aktivieren, das Zwerchfell als Unterstützung, als Stütze beim Singen nutzen. Das heißt, wie singe ich aus dem Bauch, gibt es so gar nicht. Lass es doch mal eingeben. Wenn ich singe, werde ich still. Wenn ich singe, geht es mir gut. Wenn ich singe, singen andere mit. Ja, das wäre klasse. Wenn ich Single wäre, dann hättest du natürlich mehr Freiraum, aber vielleicht wärst du auch traurig. Baby weint, wenn ich singe. Katze beißt, wenn ich singe. Oh Gott. Oh Gott, ey.
Ja, also ich beantworte jetzt mal einfach die Fragen, die auch tatsächlich relevant sind, sag ich jetzt mal, und die auch am häufigsten vorkommen. Und das wäre dann nicht, dass die Katze beißt, wenn ich singe. Wobei, das hat jetzt nichts zur Sache, aber wir wissen ja, dass Tiere uns ja 7-mal lauter hören. Das heißt, wenn du neben deiner Katze auf dem Arm anfängst, Shallow von Lady Gaga zu singen oder eine klassische Opera, dann wird die Katze fuchsteufelswild, weil die Katze das einfach, diese Dezibel einfach viel höher, diesen Herz einfach viel 7-mal lauter hört. Ne? Tu das deiner Katze bitte nicht an, tu das auch normalen Leuten nicht an. Also meine Gesangsschüler stehen auch nicht neben mir und singen mir ins Ohr rein. Da würde mein Trommelfell würde da auch platzen. Ne? Ja, aber das ist jetzt auch nicht so eine Frage. Ne? Lass uns mal noch eine einzige Frage weiter beantworten und dann schauen wir mal. Wie kann ich singen lernen und wie kann ich singen lernen ohne Gesangsunterricht? Ja, natürlich kann ich verstehen, dass Gesangsunterricht immer noch etwas ist, was sich viele Leute natürlich nicht leisten können. Es ist auch ein Luxus. Wir sind ja auch nicht in Amerika, wo Singen auch einen ganz anderen Stellenwert hat als in Deutschland. Aber Singen ist einfach durch die ganzen Castingshows wird das einfach immer populärer und auch Teil unseres Lebens mehr als es noch früher war. Das Problem ist, wenn man alleine singen lernt, dann kann man eben nicht reflektieren, ob das, was man jetzt macht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ne? Natürlich möchte man dann immer so eine Kontrolle haben, dass das, was ich jetzt technisch mir gerade von irgendeinem YouTube-Video anlerne, ob das auch bei mir funktioniert. Wisst ihr, was ich meine? YouTube-Videos sind natürlich klasse, weil sie bis zu einem bestimmten Grad einem helfen können, stimmbewusster zu werden natürlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gesangsunterricht lernen wollen würde und ich hätte die Ressourcen nicht, dann würde ich mir erstmal so eine Mappe holen, ein Buch und anfangen mit, was sind die ersten wichtigsten Sachen, die ich lernen muss. Also ich würde wirklich von A anfangen und das wäre jetzt zum Beispiel die Zwerchfellatmung. Atmung, Töne treffen. Das heißt, ich würde mir erstmal ein Fundament bilden an Basis. Die erste Säule ist Basisgesangsunterricht. Und dann würde ich im Internet schauen, gucken, ob es Bücher gibt, gucken, ob es Übungen gibt im Internet, spezifisch dafür, ne, sage ich jetzt mal Atmung. Und ich lerne den ersten Baustein beim Singen und so gehe ich Schritt für Schritt durch, verstehe die Stimme, Stimmenanatomie, schreibe mir dazu Übungen auf, die wichtig sind. Und das habe ich so gemacht, bis ich mich dann selber zertifizieren lassen habe. Eins kann ich euch aber vorweg sagen, ich habe, wo ich angefangen habe, Gesangsunterricht zu geben und noch nicht zertifiziert war, war das teilweise fahrlässig. Teilweise. Ne? Wenn ich jetzt so zurückschaue vor 10 Jahren und jetzt, da denke ich mir, das Ganze habe ich eigentlich erst verstanden, als ich selber mich habe zertifizieren lassen und als ich selber deine Ausbildung gemacht habe. Dann habe ich eigentlich erst verstanden, was Sache ist, weil so ist halt vieles aus dem Kontext zusammengerissen und man sieht einfach das Gesamtpaket nicht. Lasst mir doch in den Kommentaren da, ob ihr Lust habt auf mehr von solchen Fragen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was für Fragen ihr selber habt. Ja, und dann können wir das gerne mal in so einem Google-Video nochmal durchgehen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein Abonnement würde mich extrem freuen. Und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.